Hi zum zweiten Teil von, ich weiß noch nicht wie vielen Teilen, für meine Werkbank. Eigentlich wollte ich gar kein großes Projekt daraus machen, aber wie es so ist, es ist immer anders, als man denkt. Ja, total geil. Es ist das erste Video nach meinem Kamera-Hack und ich sehe jetzt vorne immer an einer mini kleinen LED quasi, ob ich aufnehme oder nicht, und ich finde es einfach total geil. Aber egal, wir sind bei einem ganz anderen Projekt, nämlich bei der Werkbank. So, und hier liegt einer meiner Freunde, die ich jetzt gerade brauche, um meine Werkbank plan zu machen. Nicht nur obendrauf die ganze Werkbank-Grundplatte, sondern jetzt beschäftige ich mich gerade hier mit der Stoßkante. Und warum beschäftige ich mich mit der Stoßkante? Weil jetzt an der Stoßkante noch ein Hartholz angebracht wird. Dieses Nussbaumholz wird hier noch angebracht vorne. Erstens gibt es einen sehr coolen Akzent, einen dunklen Akzent hier vorne an der Kante. Zweitens kann ich dann an den Schubladen Griffe anbringen, die nicht vorstehen, weil das Ganze nochmal vorbaut. Plus kommt hier eine Zwinge noch dran. Die braucht auch eine spezielle Konstruktion. Und dazu brauche ich das Hirnholz, das Stirnholz, wie ich es jetzt nenne. Naja, da diese Balken ja nie so hundertprozentig gerade sind, muss ich halt diesen Balken mit der Platte begradigen. Aber wie ihr seht, ich habe schon ganz gute Arbeit geleistet. Da unten sind auch schon jede Menge Hobelspäne. Ja, weiter geht's, nicht? Ich habe mit der 5er Hobelbank natürlich schon vorgearbeitet und jetzt mache ich mit dem kleinen Einhandhobel hier den Rest schön. Und wichtig ist, nicht so, sondern immer leicht zu schräg, nicht ganz 45 Grad Winkel quasi zum Werkstück. Ja, wie soll ich euch das genau erklären? Ich bin kein Schreiner, kein Hobelmeister. Ich habe mich einfach nur in diese Hobel verliebt, weil ich diese Arbeit liebe und es ist irgendwie geiler ist als zu schleifen. Und der Schliff ist natürlich auch wichtig, aber in dem Falle würde ich mir jetzt nur Kuhlen hier reinschleifen. Und mit dem Hobel kann ich halt echt sehr geil, sehr exakt arbeiten. Und es geht ziemlich schnell. Ne? Besonders hier so eine Trippelkante, wie ich sie jetzt mal nenne, wo meine beiden Arbeitsplatten quasi oben zusammenkommen und natürlich der Frontbalken. Da muss es natürlich perfekt passen, ne? Weil da kommen mehrere Stoßkanten zusammen. Naja, aber es ist trotzdem und bleibt natürlich Holz und arbeitet und es werden Spalten entstehen. Aber ich möchte sie natürlich jetzt im ersten Schritt so gut wie möglich beseitigen. Oh, ist das geil, ich sehe, dass ich rekorde. Bam. So, es ist alles plan gemacht. Ihr seht es jetzt hier, es ist echt super straight und passt perfekt. Jetzt habe ich quasi von einer alten Küchenplatte, habe ich noch Reststücke aus dem Bauhaus in, ja, ich weiß gar nicht, wie stark das ist. Warte mal, müssen wir mal kurz messen. 2,6er Nussbaum kommt jetzt hier vor. Sieht einmal geil aus und zweitens ist es härter als das Fichtenholz, was ich natürlich als Arbeitsplatte und so weiter verwendet habe. Jetzt werden viele fragen, warum hat er denn Fichtenholz genommen? Kann ich euch sagen, weil diese Platte kann ausgetauscht werden, einfach wenn sie mal irgendwann kaputt ist. Natürlich hätte ich irgendein anderes Hartholz nutzen können, habe ich aber nicht, wollte ich nicht, konnte ich nicht, war nicht da. Das ist eine Arbeitsplatte und die darf Schrammen haben, die darf Macken bekommen und die darf leben, die darf nach Leben aussehen. Wenn ich irgendwas Spezielles darauf mache, werde ich das eh dann nochmal abdecken, wenn ich darauf klebe oder irgendwas. Ich hoffe, dass ich das mache und dass ich anständig damit umgehe. Jetzt werde ich erstmal dieses Maß ermitteln und das zusägen und dann kommt das davor. Ich habe von Veritas eine Zwinge mir gekauft und da werde ich jetzt dieses Holz etwas breiter anbringen dann. Und die Spannzange braucht ein bisschen größere Auflagefläche und deshalb muss hier ein höheres, breiteres Brett dran und das baue ich da hin. Das säge ich jetzt erstmal zu. So, jetzt schneiden wir den ganzen Spaß auf 17 cm. So, jetzt kriegt der ganze Spaß hier noch eine schnelle gerade Kante. Ist gut, dass ich einen Mundschutz anhab, aber ihn nicht anhab. Mhm.
Ich muss noch mal schnell nachmessen, ob das überhaupt das ist, was ich brauche. Besorgen wir das ganze Ding erstmal auf 12 cm. Und jetzt auf die finalen 11,5. Perfekt. Das ist der schöne Rest, quasi ein kleines Furnier geschnitten. Und jetzt muss ich messen, wie viel überhaupt noch übrig ist. Also erstmal muss ich das Zwingenbrett anbringen und dann kann ich den Rest abmessen, wie viel noch übrig bleibt. Ich habe jetzt abgemessen, wo mein Stirnholz jetzt hier vorkommt und das passt schon sehr, sehr gut, obwohl ich gerade merke, dass ich hier eigentlich noch mal nachraspeln muss. Passt. Das Ganze wird jetzt verklebt und zwar werde ich das so rum, wollte ich das haben. Genau, das wird jetzt verklebt und angepresst und zwar mit den fetten Zwingen, damit das gut hält. Es darf nicht zu viel Kleber sein, weil der kommt dann eh wieder unten raus, aber muss natürlich gut benetzt sein. In dem Falle nutze ich natürlich Abfall aus der Werkstatt. Kleber zu und dann kommt das Objekt der Begierde da dran. Schön ausrichten. Schnell die andere Zwinge auch da dran machen. Dann kann ich es nämlich richtig ausrichten. Die Zwinge noch mal ein bisschen lösen. Und dran geht das Ding. So, noch eine Zwinge. Tada! Und die kommen halt jetzt an den ganzen Rest dran. Einmal da und einmal da dran. Jetzt muss ich überlegen, ob ich und wie ich das mache. Muss ich mal kurz abmessen. Hey. So, ich habe es natürlich perfekt geplant und das passt super dran. Erste Brett passt da jetzt perfekt dran und das andere muss ich dann splitten für diesen und diesen Bereich. Und dann können die anderen Querbretter da jetzt auch dran. Viel zu wenig Schlotter. Wo ist die ganze Mayonnaise? Hier bräuchte ich jetzt eigentlich echt eine Rolle. Weil das ist ja totaler Mumpitz, den ich da mache. So. Entstauben, ganz wichtig. Anstoßen. Und da zeigt sich wieder, wozu man Einhandzwingen eigentlich braucht. Jetzt brauchen wir ein 62er Brettchen. Ab die Post. So, ich sag euch, bei Bau Boom Bang wird alles maßgeschneidert. Deshalb, ich kann euch sagen, es kann so viel geplant werden, wie will. Aber ich habe hier hinten so eine Riffelwand. Und jetzt habe ich einfach hier fix so ein Cutout gemacht. Zack, passt das Ding jetzt wie, ich sag mal, Arsch auf einmal da rein. Ich glaube, ich könnte jetzt sogar ungeklebt einfach da festmachen. Ja, total cool. Ich habe Besuch in der Werkstatt. Willst du auch mal auf die Werkbank? Hilfe, ich werde geküsst. Jetzt kann das auch festgeklebt werden, alte Schnüffelnase. Nicht? Wo ist mein Schmierholz? Hast du das jetzt aufgefressen? Hast du jetzt das Schmierholz aufgefressen? Der Hund liegt jetzt im Schmierholz, also in meinem Holzschmierstäbchen-Dings, egal, so ist es. So, jetzt kommt hier wieder Schlotze drauf und zwar nicht wenig, wie wir gerade festgestellt haben. Nix so, nein, nein, weg mit der Schnüffelnase. Ja, super, dass du was geklaut hast. Toll, ich liebe dich auch, ja.
Super. So, jetzt muss ich richtig rum dran kleben und nicht versauen. Ich liebe meinen Hund, aber nicht, wenn er an der Werkbank klebt. Dann bringt er mir nichts mehr. Auch der Spaß klebt bombastisch. Coco Gadgetto Superklebe. Und da das hier vorne auch zur Belastung dient, wird es von hinten auch mit fetten Schrauben, mit Muttern von hinten verschraubt unten drunter, damit das wirklich richtig, richtig bombenfest ist. So, also mit der Zange festhalten, der Kleber hilft natürlich auch. Und dann wird es von hinten verschraubt. An einer Einhandzwinge hinten den Rücken aufgeratscht. Oh, fuck. Mann. Beim letzten Brett komme ich auf die Idee, den Kleber nicht auf die Balken drauf zu schmieren, sondern aufs Brett direkt. Yeah. Naja, besser spät als nie, ne? Und jetzt wird gehobelt. Und zwar mit der 5¼ Bank wird das ganze Ding plan gemacht und dann mit einem kleinen noch fein hinten dran. Und zwar diese Kante wird zu einem gemacht. Ich liebe Hobeln. Boah, ist das anstrengend, aber es macht so einen Spaß. Jetzt wird kurz gestaubsaugt. Go! Und während ich hier alles staubsauge, denke ich so, wow, es funktioniert nicht mehr. Was glaubt ihr eigentlich, was Bauboombang die ganze Zeit macht? Abige! Und jetzt das Resultat. Und zwar, mein Zyklon saugt nicht mehr. Woran könnte das denn nur liegen? Hm? So, voll. Hier gerade noch Nussbaum und ganz viel heller sparen. Und was machen wir damit? Ab in die Biotonne. So, die Platte ist installiert, es ist gehobelt, es ist noch ein bisschen nachgeschliffen. Und jetzt kann das Topping drauf. Als Topping kommt von Clou das Hartöl für Möbel und Böden aus Holz farblos drauf. Das Ganze bringe ich jetzt mit einem Pinsel auf und dann muss das eh nachher noch mit einem Tuch nachgewischt werden und dann 10 Stunden trocknen und dann wird noch eine zweite Schicht, vielleicht auch noch eine dritte Schicht drauf kommen. Wir schauen mal, aber jetzt erstmal drauf. Und wichtig, es muss gut gelüftet werden. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Sonst hast du nämlich den ganzen Kram da an den Händen. Und das wollen wir ja nicht. Was sagt das denn, das Öl hier? Hm. Das darf ruhig ordentlich aufgetragen werden. Ne? So, eine halbe Stunde habe ich jetzt alles einziehen lassen, das ganze Öl. Und jetzt muss es mit einem am besten alten Baumwolltuch oder so einem Tuch von Clou, aber ich nehme einfach ein altes Baumwolltuch, sollte jeder irgendwo rumfliegen haben. Und damit wische ich jetzt die letzten Ölreste ab. Das Tuch, ganz, ganz dringend und sehr wichtig, muss dann irgendwie ausgewaschen werden und dann an der frischen Luft breit ausgelegt einfach zum Trocknen. Weil es kann durch das Öl, wenn das so zusammengeknollt ist, mit ein bisschen Holzstaub einfach sich selber entzünden und in Brand geraten. Das wollen wir nicht. Ich würde sagen, da ist einiges geschafft worden, oder?
Ja, noch viel Dreck und Co., aber mega geil.